Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe hier auf YouTube von mir. Und zwar möchte ich euch mal über meine spirituelle Reise durch Indien erzählen. Und ja, dafür habe ich gedacht, dass ich euch in 5 Videos ein bisschen was dazu erzähle. Ja, und das hier soll das Intro-Video sein, wo ich euch die Bedeutung und die Route einfach ein bisschen erkläre und wieso ich mich dafür entschieden habe, ja, diese Route zu reisen. Und genau, ich habe mir nämlich vorgenommen, für dieses Jahr mehr Videos zu machen, in denen ich einfach sitze und rede. Und ja, deswegen dachte ich, das bietet sich gut an, ein bisschen meine Indienreise Schritt für Schritt so ein bisschen zu erklären oder ja, genau. Ich hoffe, euch interessiert's. Ja, wenn es euch interessiert, dann bleibt dran natürlich. Und ich freue mich darauf, euch mehr zu erzählen. Okay, also, wie gesagt, heute fange ich an, euch mehr über meine Route zu erzählen in Indien. Also ich habe mich auf Nordindien konzentriert, weil, ja, viele wissen vielleicht von euch, dass in Nordindien so der Buddhismus seine Anfänge hatte, wegen Siddhartha Gautama. Und genau, hier in diesem wunderschönen Büchlein habe ich alles aufgeschrieben, was ich so, erlebt habe, spirituell. Und genau, da werde ich euch in den kommenden Videos zum Beispiel ja, mehr über den Hinduismus halt erzählen oder Buddhismus und auch andere Religionen ein bisschen ansprechen, die hier in Indien so praktiziert werden. Und auch über Zeremonien, die ich besucht habe oder miterlebt habe. Ich werde auf Meditation eingehen, ein bisschen was erzählen, also meine Erfahrung. Meditation, Yoga und ja, am Ende werde ich euch noch ein paar Bücher empfehlen. Ja, doch, empfehlen. Bücher, die ich einfach gelesen habe und die ich gut fand oder ja, die ich interessant fand. Genau, aber jetzt zu meiner Route. Meine spirituelle Route fing an. Dann bin ich nach Dharamshala, Rishikesh, Varanasi, Bodh Gaya und geendet hat sie in Kalkutta. Ich versuche euch mal ganz kurz zusammenzufassen, was ich an den jeweiligen Orten halt gemacht habe. Ich verlinke euch aber auch nochmal die ganzen Blogposts, wo es nochmal halt natürlich ausführlicher beschrieben ist. Amritsar war der erste Stopp. Da habe ich den Sikh-Tempel besucht. Sikh-Tempel habe ich gegessen. Da wird zweimal am Tag, kann man kostenlos dort essen. Ist einfach ein Thali mit verschiedenen Gerichten, typische Linsen und ja, Veg Curry oder was nenne ich das, oder irgendwas, Spinat und Milchreis, Chapati und Wasser. Wird ja zweimal verteilt am Tag. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe das angeschaut und gegessen. Und ich bin einfach dort rumgelaufen, habe mir den Tempel angeschaut, habe meditiert und mehr über den Sikhismus gelernt und ja, was er bedeutet oder was seine Hauptaussagen sind. Ja, und Dharamshala, ich kann dieses Ort einfach nicht aussprechen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Bin ich hingegangen, weil dort der Dalai Lama wohnt. Also der ist dort ins Exil gegangen, 1959. Und ich liebe den Dalai Lama schon seit ich, keine Ahnung wie alt bin, das erste Mal den Film geguckt habe, 7 Jahre in Tibet. Deswegen wollte ich halt vor Ort mehr über den tibetischen Buddhismus lernen. Habe dort auch ein Meditationszentrum besucht und eine Meditation mitgemacht. Darauf gehe ich ja bei einem anderen Video mehr ein. Und genau, habe einfach die tibetische Kultur kennengelernt. In Rishikesh bin ich dann als nächstes hin. Und Rishikesh liegt in den ersten Mischung aus Bergen und Fluss, also am Ganges ist es. Und wunderschön. Also wenn man einfach, und wenn ich gerade an mein Hostel denke, an das Dachterrasse,
sind einfach die Berge und dann im Front, ja, im vorderen Bereich der Fluss und ha, ich blende euch ein Bild ein, das ist einfach, oder ein Video, das ist so schön. Oder ein Video, das ist so schön. Ja, da wird Shiva hauptsächlich verehrt, weil es eben heißt, dass Shiva den Fluss Ganges, dass es irgendwie seine Haare sind oder sowas. Da habe ich ehrlich gesagt sehr viel gekifft. Natürlich alles für Shiva, weil Shiva so der Kiffergott ist, kann man sagen. Und ja, ich habe einen Shiva-Tempel dort besucht und eine Osho-Meditation. Und was habe ich noch spirituell gemacht? Ah, natürlich mein Yoga-Retreat 3 Tage lang. Und genau, das war es eigentlich. Kann man so zusammenfassend sagen, für was Rishikesh bekannt ist. In Varanasi, ja, hatte ich eine spirituelle Erfahrung in Form von Banglasi. Wenn ihr mein Video dazu geguckt habt, lalala, werdet ihr sehen, dass ich ein bisschen paranoid wurde. Aber ja, gehört halt dazu, zu meiner Reise. Aber die eigentliche spirituelle Erfahrung oder der spirituelle Sinn war das Ganga Aarti am Abend, die Feuerzeremonie, wie es halt zu Ehren von der Mutter Ganges oder halt der Göttin Ganges Ganga veranstalten. Das war spirituell und noch mein Tempelbesuch im Shiva-Tempel, Hunde-Shiva-Tempel, also Kal Bhairava, das ist eine Form von Shiva. Und da gibt es halt einen ja, sehr alten Tempel. Und mein Guide hat gemeint, das wird halt Hundetempel genannt. Und er hat halt gemerkt, dass ich Hunde sehr doll liebe, weil ich ja halt die ganze Zeit mit Puppies rumgekuschelt habe. Und deswegen haben wir den besucht. Und davon habe ich zum Beispiel hier dieses Armband. In Bodh Gaya, wo ich dann als nächstes hin bin, habe ich einen Vipassana gemacht. Das ist ein 10-tägiger Meditationskurs. Und habe, also da gehe ich auch nochmal näher drauf ein, dann in meinem Meditationsvideo. Und ich habe den Baum unter dem Siddhartha Gautama, aka Buddha, erleuchtet wurde, besucht und den Tempel dazu. Mahabodhi-Tempel nennt sich der. Ja, und unter dem Tempel habe ich einfach nur meditiert und habe die Leute beobachtet, was ich eigentlich immer tue. Also ich beobachte immer Menschen in Tempeln oder in so Sachen. Und genau, das habe ich da gemacht. Meiner letzten Station in Kalkutta. Das war sehr geschichtlich orientiert, also mein Besuch dort oder mein Sightseeing. Aber mein spiritueller Part war, dass ich unter Theresas, sagt man, Workplace? Mutters Theresas Ort eben besucht habe, wo sie die meiste Zeit ihres Lebens verbracht hat und ihre Organisation, ja, wie sie gegründet hat. Genau, und dort habe ich mich mehr über das Leben von Mutter Teresa informiert. Und es gibt aber auch eine Doku, die ich euch auch unten verlinke über Mutter Teresa, die sie einem nicht so guten Licht erscheinen lässt, aber ihr müsst eure eigene Meinung darüber bilden. Meine Meinung ist, dass sie auch nur ein Mensch war, mit Fehlern, aber sie auf jeden Fall gute Dinge vollbracht hat. Ja, das ist meine Meinung. Ein bisschen neutral, kann man sagen. Genau, und das war es auch schon von dem ersten Video meiner Reihe, meiner spirituellen Reihe. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, in der Infobox findet ihr alle Blogposts nochmal dazu, die das Ganze natürlich nochmal genauer beschreiben. Hier in dem Video kann ich natürlich nicht so mega viel erzählen, sonst müsste ich für jede Stadt irgendwie ein eigenes Video nochmal machen, aber das habe ich ja bereits schon. Ja, könnt ihr alles nachschauen. Ich wollte einfach nur nochmal so einen kleinen Überblick geben und ach so. Ja, vielleicht den Grund noch nehmen, warum ich das gemacht habe. Der ist eigentlich ganz simpel und einfach, was mich interessiert.
Also ich bin ein sehr interessierter Mensch an Religionen. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich religiös bin, aber ich mag den Buddhismus sehr gerne. Ich bin mit dem Christentum aufgewachsen. Ich interessiere mich auch für den Hinduismus. Und ja, für andere Religionen einfach. Und darauf gehe ich auch nochmal dann in anderen späteren Videos ein. Für jetzt hoffe ich, hat es euch gefallen und gereicht. Und danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.